Ich mach Magik auf. Ich hab Pippi. Magik auf? Oh, und eine Gandalf. Der alte schwere Nöte. Was? Oh. Ist das dein Gedrafte gerade? Das ist mein Liga-Deck quasi, ne? Das kann die eigentlich. Lass ich nur gucken. Ist ziemlich gut. Ich glaube, das spiele ich. Spiele ich eigentlich Pippin oder spiele ich Smeagol? In dem Sinne, willkommen zum neuesten Vlog. Ja, natürlich. Willkommen in den Vlog 51. Mit mir zurück. Wobei, ich war am Montag ja auch da. Aber dann nur Montag. Ja. Herr der Ringe! Mein Gott! Eine Sucht. Was tun Sie da? Ich wollte einmal ganz kurz reingucken. Da hat uns jemand extrem viele Karten gebracht. Das ist alles von einer Person? Das ist die Krabbelkiste. Die Krabbelkiste. Bro, wie viel Kilo sind denn das? Das ist das Problem, das weiß ich nicht. Ist aber... Yikes. Alles ein bisschen... Lightplate, würde ich sagen, oder? Alles pur. Also nicht alles, aber das meiste. Also ist schon... Das ist aus wie meine Yogi-Sammlung von Kindheit. Ja. Da wird es leider nicht viel geben. Das halt, aber als Kind ist man halt nicht so schlau, da passt man halt nicht auf seine Sachen auf, ne? Mhm. Deswegen, ist das Problem. Kinder, wenn ihr Karten habt, Sleeves, Toploader, Ordner. Und nie wieder anfassen. Es ist so warm. Ja. Es ist so warm. Was machst du denn da? Ein Noob erklären, wie man Magic spielt. Er lacht nur, wie gemein. Ich habe gezählt. Ihr bringt mich nicht mehr raus beim Zählen. Ich finde das nicht schön. 7, 3, 12, 14, 34. Wir haben jetzt für die Liga, 38, 39, 40, für jeden, der hier Unterstützung braucht, baue ich hier natürlich dann auch mit den Leuten die Decks zusammen, weil es ein bisschen schwieriger ist, wenn man keine Ahnung hat, wie man denn so einen Deck aus einem limitierten Kartenpool zusammenbaut. Und da haben wir jetzt mal geguckt, wie wir am besten mit den Packs starten und... Da habe ich jetzt Länder dazugefügt, weil das auch immer so eine Frage ist, wie viele Länder spiele ich denn in meinem Magic Deck, wie viele Karten spiele ich in meinem Magic Deck. Und das wird hier alles beantwortet. Wahnsinn, so kulant sind wir. Ja. Finde ich auch einfach zu... Warum? Google Pixel. Ist ganz genau, warum macht er das nicht so? Also der macht das bestimmt so, weil er hat nämlich Google Pixel. Oder nicht? Was hast du da schon wieder Schönes? Ich darf keine Werbung machen. Hashtag. Markierte Werbung. Nein, muss ja sein. Was machst du denn da mit deiner Kamera? Du hältst mir die so ins Gesicht. Content produzieren. Er hat es eben kurz aus der Hobbit-Höhle rausgespitzelt. Aaron, was ist eigentlich mit dich und deiner Frisur heute passiert? Jetzt ist wieder besser! Ja, wenn die da sind. Guck mal. Kennt ihr die? Das ist Katrin Beutling. Die alle echt hoppelt. Katrin, bist du das? Die habe ich doch schon ewig nicht mehr gesehen. War krank und im Urlaub. Und... Du Gauner! Das Spiel, was du nicht weißt, der Pascal, das Video geguckt. Muss zeigen. Da suchst du heute Stress? Ich will doch nur den Müller wieder zurückstellen, Alter. Stress? Dann mach's doch richtig. Die Klappe geht nicht auf. Ist abgeschirmt. Dann brauchst du den Astronautenhelm. Iron Man im Juggernaut-Kostüm. Im Hulkbuster, ja. Oder halt Juggernaut, der Böse.
Was lesen wir denn heute? Irgendwas. Alchemist's Insight. Klingt doch gut, oder? At Rank 2, you can use an action to use your Alchemist's Supplies to identify any unknown substance. Substance, ja. Substances. Substances, including Alchemist items, potions and other magical substance. Substances. Substances. Halleluja. Halleluja! Danke, das war's. Und wenn ihr jetzt Dungeon & Dragons spielen wollt, hier. Help Wanted. Kann ich nicht aussprechen, aber wunderschön. Inquisitions Incorporated. Inquisitions Incorporations. Incorporation. Choc Giselle. Halleluja. So. Vor allem, also, ich hab das, glaube ich, schon mal gesagt und sag das immer wieder. Das kann ruhig die Kamera hören. Du frisch. Kann es manchmal sein, ganz liebevoll gemeint, mit all meiner Liebe zu dir, dass du unfähig bist. Für alles. Naja, wenn ich die Adresse angucke, ne, du hast keinen Nachname, du warum hast deine. Nicht? Du hast deine. Das musst du. Das kannst du nicht zeigen, aber da steht Straße 3, Leerschritt 3. Also hat er schon mal irgendwo eine doppelte 3 geschrieben. Ah. Sein Vor- und Nachname steht nur im Vorname drin, weil das er heißt ist automatisch halt Instagram, wo mir das immer ausfüllt. Ja. Oder vielleicht war ich's. Ich bin. Ich bin nicht begabt. Im Übrigen auch schon mal der ganze Selbstabholer Twitch-Booster abhole. Oh ja, stimmt. Ja. Kann hier auch nicht jeder. Mir ist das Gesicht war immer zu gut, Alter. Danke. Hallo! Ich bin's, der neue Kameramann. Ich bin's. Was hast denn du da gebaut? Was machst du denn? Oha! Hey. Ich muss mal Battle of the Boxes Bestrafung, Junge. Diese Pose ist sehr gut, ernst, weil man sieht sehr viel Haare. Man beachte, ihr wisst schon. Übertreib's nicht. Ich finde, du machst das wunderschön. Ja, ich habe auch die Fenster schon geputzt. Das habt ihr hoffentlich schon gesehen, wie ihr die Fenster geputzt habt, ne? Da habe ich mich selber gefilmt, da waren die ganzen faulen Menschen noch gar nicht da. Und jetzt hau ab, wir haben jetzt genug Guck mal, wenn ich mal hinstelle, kann man dich sogar hier im Fahrstuhl sehen. Wink mal in den Fahrstuhl. Ja. Hallo. Hallo. Nice. Genau. Das wird. Und natürlich der absolut geile. Guck mal, da ist er. Der originale Kameramann. Moin. Lieder gesehen. Damn. Okay. Nice. wenn ihr das hier im Vlog seht, haben die Ersten das schon gewonnen. Am Samstag ist ja schon das erste Pre-Release zu OP03. So. Was ist hier denn passiert? Die stehen da. Achso, die sind schon. Toilette. Wo? Ah. Okay. Ich fühle mich wie David Attenborough. Das scheint nicht erkanntes Spezies von einem anderen Planeten. Technisch gesehen ja. Das, was drin das ist. Aber oh, die Box ist echt riesig. Das sieht echt schön aus. So. Damn. Die ist huge. Der Dude sieht geil aus, aber auf der Rückseite. Alter Schwede. Ist das alles da drin? Ich glaube schon. Nee, oder? Ich glaube schon. Kostet ja auch 100. 80, glaube ich, 179. Das passt da doch never alles rein. Enthält 72 Citadel-Miniaturen. Also Yo. Die kleinen Dinger sind 72 Stück. Ich glaube, die kleinen Viecher sind schon alle drin. Ja, moin. Da also, kaufst du ein Paket Army fertig. Ja, das ist ja der Plan. Geil. Ein Army, einmal hin. Das ist wie bei... Wo, ach, einmal, welche Werbung? Welche einmal Werbung hin, ist einmal hin, einmal ist alles drin. Welche Werbung ist das? Boah, ich weiß gerade. Schreib's bitte in die Kommentare, ich weiß gerade wirklich nicht. Einmal hin, alles drin. Ja, einmal so ein Ding gekauft. Ja, wie beim Battleware. Einmal hin, alles drin. So, ich gehe kurz duschen. In diesem Sinne, klar. Tschüss. Aaron, suchen wir aus. Ich muss jetzt erstmal wissen, welches Case es ist, ne? Ja. Aber du weißt, die Mitte ist immer das Beste, oder? Die Mitte ist, sagst du? Die Mitte? Und dann machen wir den üblichen Trick ohne rechts. Ohne rechts. Aber wir müssen okay. Das Display jetzt
nur so drehe, dass wir so ins AR gucken, richtig. Ich hoffe, wir gucken das ist richtig. Oh, wenn nicht, haben wir die falsche Seite. Dankeschön. Wow. Bitteschön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben OP3 von One Piece jetzt hier. Wir werden jetzt direkt ein Video machen, wie wir, wie ich und Michael jeweils ein Display aufmachen. Deswegen muss Aaron jetzt mir eins aussuchen und weil es letztens so gut bei mir lief mit den anderen Sachen, suche ich auch eins aus, wer weiß. So. Vielleicht klappt's ja. One Piece, wir lesen so. Das so. Und oben drauf gucken. Ja, so ist richtig. Dann und dann machen wir unten rechts. Okay. So. Okay. Einmal das. Und das andere suche ich aus. Ich mache einen Zettel drauf, dass das meins war. Markier's. Und letztens bei Yugi hat es bei mir funktioniert, dass wenn ich das oberste rechte nehme, von ganz unten, da kam die Quarter Century raus. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, guckt euch das Video an. Die hier. Ich rieche den Hit. Auf jeden Fall. Und wenn ihr wissen wollt, was wir gezogen haben, dann müsst ihr das Video leider halten. Warte mal ganz kurz, schwenk die Kamera rüber. Warte. Aaron zieht das Display für dich und du ziehst das Display für mich. Ja. Darf ich nichts entscheiden? Nein. Du hast doch gesagt, ich soll oder. Nee, ich dachte, er setzt meins aus. Gesagt, du warst damit einverstanden. So. Du ah, er hat also deins rausgesucht und ich krieg das. Wenn da jetzt Dominik der Lüssop drin ist. Das hat vorhin nett gefilmt. Der hat gesagt, Dominik, du suchst das, deine Hand ist momentan so glücklich. Dominik, wenn da so wirklich drin ist, sage ich nur, haha, ist meine. Ja, schön für dich. Aber dann habe ich den ausgesucht. Das heißt, ich bin King. Ich habe nur. BBB, Beef and Battle Bear. Beef and Battle Bear. Was so los war. Ich wollte nur das. Wir müssen auch dein Gesicht nicht zeigen. Also, ihr könnt gerne das Zettel zeigen, wenn ihr. Aber das ist ja mal mega geil, oder? Das ist doch eine sau coole Idee. Evolution schaut sich einfach einen Spiegel an, aber sieht sich selbst als das Umbreon. Das ist cool. Bei mir wäre es dann. Wie heißt die rosane? Felinara. Weil das ich halt pink Camouflage bin. Schwierig in schwarz-weiß zu zeichnen. Ja, klar. Was dann deswegen. Nee, das sieht wirklich mega aus. Also, das gefällt mir mega gut. Das ist wirklich cool. Dankeschön. Und jetzt siehst du dich selbst dann vielleicht am Sonntag. Und jetzt die passend dazu. Evoli. Alles in Evoli. Ich habe auch schon alle Pins von Evoli, die es momentan hier zu kaufen gab und so. Ich bin voll. Ich muss alles haben, was mit Evoli zu tun hat. Jetzt fehlen nur noch alle Alters, nehme ich an, oder? Jetzt fehlt nur noch die Münzbox. Die Münzbox, wenn, ja, wir, sie wieder, wenn wir sie wieder bekommen, wenn wir sie wieder bekommen, lege ich dir eine auf die Seite. Dann kannst du dein ganzes Kleingeld sparen. Richtig und richtig. Und das ganze Geld, was du sparst, genau richtig, hier das refinanzieren. Hier genau. Pokémon, die ist gleich schon. Damn, alle Orden Kanto, gewonnen. Die hat alle Orden, die hat einmal alles rasiert. Das ist cool. Ich bin ja echt ein Fan von Pins. Oh, ja, und dann noch die ganzen Kaffeepinsel, das finde ich auch cool. Ja, ich musste meine zwei. Also, wenn ihr mal in Kaiserslautern seid und ihr geht in Starbucks, fragt nach der Lena. Und dann kriegt ihr extra Sirup in euren Getränk. Jetzt werden Versprechungen gemacht, die ich gar nicht halten kann. Ich sehe das schon. Aber das ist wirklich cool. Zwei Pumps machst du so. Zwei, ein Viertel. Genau. Klar. Ein bisschen mehr. Dominik. Ich will einen kleinen Urlaub machen. Malediven. Du ja, nicht. Warum nicht? Mehr. Abonnieren mal auf alle anderen. Wir gehen in den Urlaub. Was brauchen wir dafür? Eine Godrare. Geld. Deswegen ziehen wir jetzt eine Godrare. Also wir sind gerade, ich bin gerade am Sachen einbuchen und verräumen. Und wir haben ein schönes neues Produkt bekommen. Dragon Ball Z, beziehungsweise Dragon Ball Super Card Game Wild Resurgence Premium Pack. Ja, das ist ganz neu. Das ist brandneu. Ich habe keine Ahnung von Dragon Ball. Ich glaube, da draußen haben auch sehr, sehr wenige Ahnung von Dragon Ball TCG. Ist jetzt nicht so beliebt bei uns, aber es ist ein unglaublich beliebtes Sammelkartenspiel. Ja? Und zwar gibt es God Rares, die sind sehr, sehr selten. Und ich sehe, dass da eine God Rare drin ist, und zwar Son Goku, können wir auch gleich zeigen. Son Goku, Son Goku mit Engelsflügel. Warte, ich suche sie mal kurz auf. Und die ist hier irgendwo drin. Ich spüre es. Spürst du es auch? Mhm. Die ist hier irgendwo. In dem hier. Und das machen wir jetzt. Und wenn wir sie ziehen, schickt der Achamon uns in Urlaub. Ihr habt es hier zuerst gehört. Nein, ich schau mal ganz kurz nach der Karte. Die wollte ich dir nämlich zeigen. Die sieht wirklich sehr schön aus. Also das Pokémon, das Spiel ist sehr beliebt. Das
Pokémon Sengoku. In den USA, bei uns nicht so, das Pokémon Sengoku. Aber halt die Kartenpreise sind halt krank. Also es gibt den normalen Peace Resolution, ja. Der geht schon so 170 Euro. Sehr schön. Mhm. Und dann gibt es den hier. Ja. Da muss ich die Feder rausmachen. Kurz nur, dass wir den finden. Ja, 1999 Euro, 2000 Euro. Dominik, zwei Booster, du zwei Booster, ich. Auf Ansage, ne? Ey, das wäre so witzig. Stell dir mal vor, 2000 Euro Karte einfach so gezogen. Na, aber ich, also einfach einen schönen Hit. Wir haben da vier Booster drin. Und es ist einfach etwas, was ja gefühlt nie aufgemacht wird oder sowas, weil es halt nicht so groß ist in Deutschland. Aber ich finde, es ist ein schönes Ding. So, unsere Promo ist zum Beispiel jetzt schon mal Results of Godly Training. SSB Son Goku. Boah, der sieht ja wirklich schön aus. Zeig mal. Alter. Legen wir dem Danny auf den Platz, der freut sich. Das ist das Ding, auch wenn irgendwelche Kartenspiele aufgemacht werden, die jetzt vielleicht einfach, wo man denkt, der Danny könnte es ja mögen, dann wird es ihm einfach, das ist jetzt sogar zweimal drauf einfach. Guck mal, einen für Danny und einmal für Daniel. Die Doppel-Ds. Das sieht aber schon crazy aus. Der sieht wirklich, ne, cool aus. Feuling und sowas, also man muss sagen, es ist ein schönes Kartenspiel. Aber wir haben vier Packs. Wir fangen an mit Pack Nummer 1, natürlich mit Cell drauf, weil Cell ist der coolste. Ich weiß nicht, ob es hier einen Kartentrick gibt oder irgendetwas. Ja. So. Wir machen es so. Dann siehst du das auch. Wir haben einmal Freezer. Wir haben irgendeinen Affen. Das ist, ist das C17? Ja, C17. Krillin. Oh, Meister Roshi. Aber mit richtig aufgepumpten Muskeln. Pan. Wir haben Vegeta. Was steht da? Was? Tempered Body. Achso, alles klar. Wir haben Cell, wir haben irgendeinen anderen, wir haben irgendwas anderes und wir haben, oh, Piccolo, A Bad Feeling, into Baby Bitter Revenge of Saiyans. Der ist schön. Ich glaube, das ist sogar was. Ne, ist ein Super Rare, so wie es aussieht. So, Pack, bis weiter. Pack Nummer 2. Wir haben noch, also den finde ich ja jetzt echt schön. Aber ich will irgendwas Krasses ziehen. Ich will irgendwas Krasses ziehen, Dominik. So, wir machen den Piccolo auch dazu, der ist schön. Wir haben so viel Müll. Müll, Müll, Müll. So, dann haben wir Son Goku. Wir haben Son Goku als Wiedergeburt. Oh, bester Mann. Wer ist das denn? Tagoma, alles klar. Ich kenne die Hälfte der Charaktere nicht. Arbeitsauftrag war ja, die Karte zu ziehen, ne? Ja. Klappt das? Ja, klar. Guck mal, die geht auch, die geht 400 Euro. Und die geht 70.000 Euro. Also reicht's für eine Klimaanlage. Boah, das wäre geil. Ihr habt es jetzt gehört, wenn wir den ziehen, haben wir den Meilenstein gelegt für die Klimaanlage. Stell dir mal vor, der zahlt die erste Rate. Ja. Ist die Godreal. Wir müssen halt einen Klimafonds auflegen, ne? Ja. Wir haben Pack Nummer 3. Siehst du es überhaupt? Mhm. Oh, okay. Also ich finde die Artworks halt sehr schön, aber ich glaube, wenn, dann gibt es halt, oh, Freezer, okay. Oh, aber es ist was sogar. Das ist eine, nee, es ist eine normale Rare into Trunks. Der sieht auch mega nice aus mit roten Haaren. Und Last Pack Magic. Dominik, willst du das letzte Pack? Soll ich? Das ist Son Goku. Okay. Na, dann übernimm mal. Nimm mal das Pack. Nee. Passt. So, dann. Wenn Son Goku drauf ist, ne, dann muss auch Son Goku drin sein. Das wäre schon sehr witzig. Stell dir mal vor, jetzt nochmal so Glück wie beim letzten Video und ich ziehe jetzt eine God Rare. So, dann. Ich kann leider nicht lesen, was da auch steht, aber. Der Android. Das ist der Dominik, der Kleine. Piccolo. Komm schon. Vegeta. Chi-Chi. Und. Oh, aber nice. Das ist, glaube ich, echt gut. Cell about to explode. Das ist tatsächlich, glaube ich, nur eine Ankaumel. Alter, aber das Artwork. Holy. Okay, das Artwork sieht crazy aus. Und. Ah, schade. Okay. Aber Dominik, krass. Keine Klimaanlage für dich. Keine Klimaanlage für mich. Aber auch. Dafür ein Cell. Cell ist gut. So, der 51. Vlog ist vorbei. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Vlog. Ciao, Leute.